Ja, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Netzwerkforschung kurz erklärt. Mein Name ist Robert Peper, ich bin Postdoktorand am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg und wir führen dieses Projekt zusammen mit der Hamburg Open Online University durch. Es geht uns darum, im Prinzip die Netzwerkforschung näher zu bringen und auch einen gewissen Fokus zu setzen auf den Bereich des Kultur- und Medienmanagements und zu verstehen, welche Bedeutung die Netzwerkforschung für diese Fachrichtung eigentlich hat. Und wie wir das auch in Zukunft fruchtbar nutzen können in der kulturmanagerialen Praxis und auch in der Lehre. Wir haben jetzt schon zwei Videos gesehen, wo wir uns besonders mit der Kulturentwicklungsplanung beschäftigt haben und auch zwei Personen dabei hatten, die sehr praxisorientiert arbeiten. Und heute begrüße ich ganz herzlich Jan Fuse. Herzlich willkommen, Jan. Hallo Robert. Hallo. Ja, es ist toll, dass du da bist. Jan Fuse ist jemand, der im Bereich der Netzwerkforschung und der Netzwerktheorie sehr bewandert ist. Und was ich immer ganz spannend und ganz toll finde, ist, dass du, Jan, ja auch sehr viele Persönlichkeiten kennst, also auch Forscherinnen und Forscher, die dieses Feld ja auch maßgeblich schon sehr frühzeitig geprägt haben. Und du hast ja auch sehr viel von dieser Theorie, die zum Teil auch vor allem im angloamerikanischen Raum entwickelt worden ist, mit nach Deutschland auch gebracht und entwickelt das hier auch immer kontinuierlich weiter. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute nochmal aus deiner Sicht ein bisschen was hören können darüber, welche Rolle eigentlich Kultur auch in der Netzwerkforschung spielt, in der Netzwerktheorie. Denn das mag sich ja nochmal unterscheiden vom kulturmanagerialen Verständnis. Und wir nehmen dieses Gespräch heute ja auch zum Anlass, dass du ein neues Buch geschrieben hast zu diesem Thema, also zum Thema der Netzwerkforschung und Netzwerktheorie, ein englischsprachiges Buch, sehr umfangreich. Ich durfte in das Manuskript schon einmal reinschauen und würde vorschlagen, dass wir das jetzt auch erstmal zum Anlass nehmen, ins Gespräch zu kommen mit meiner Eingangsfrage, vielleicht auch ein bisschen aus der Perspektive deines Buches. Welche Rolle spielt denn dieser eigentlich ja immer sehr breite Kulturbegriff in Netzwerken? Vielleicht magst du damit einmal einsteigen. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier das Gespräch mit dir führen kann. Ich freue mich, da ins Gespräch zu kommen mit dem Kulturmanagementbereich und hoffe natürlich, dass das, was ich anbieten kann, was ich mitbringe, dass das für euch irgendwie interessant ist. Ich zeige mal kurz das Buch. So wird es nicht aussehen, aber das ist zumindest der Titel des Buches, Social Networks of Meaning and Communication. Und es erscheint jetzt im Oktober, hoffentlich, wenn alles gut geht, bei Oxford University Press. Und es heißt eben Social Networks of Meaning and Communication. Da steht jetzt der Kulturbegriff nicht drin, sondern der Sinnbegriff, also Meaning. Und der spielt da eine zentrale Rolle. Die Idee ist, oder das Argument ist, dass Sinn in der Netzwerkforschung wichtig ist. Das wird jetzt heute der Fokus sein. Und Sinn ist natürlich eng mit dem Kulturbegriff verknüpft. Der andere Bereich, um den es geht, ist eben Kommunikation. Und da geht es dann auch um sowas wie Kommunikationsdynamik, Kommunikationsregelmäßigkeiten, einfach weil die soziale Welt eben nicht statisch ist, nicht nur aus Strukturen, Netzwerkstrukturen und Sinnstrukturen, Kultur besteht, sondern sich immer weiterentwickelt im Laufe von Kommunikation. Gut, aber das blenden wir jetzt hier so ein bisschen teilweise aus und sprechen in erster Linie über das Wechselspiel von Netzwerken und Sinn, Kultur. Was meine ich mit dem Kulturbegriff? Da habe ich vor 13 Jahren jetzt in meiner Dissertation eine bestimmte Definition für mich entwickelt, die mir damals sehr viel weitergeholfen hat und an der ich auch immer noch hänge. Und die aber jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ ist. Ich sage, Kultur kann definiert werden als ein Vorrat an verfügbaren und gebräuchlichen Sinnmustern in einem bestimmten Kontext und insbesondere in einem bestimmten Netzwerkkontext. Das heißt, es geht um Sinnmuster, die verfügbar sind und aber auch gebräuchlich sind. Das heißt, Kultur ist etwas, was lebt. Kultur ist etwas, was sich in sozialen Praktiken zeigt. Oder eben in der Kommunikation. Und dieser Vorrat an Sinnmustern ist nun typisch für einen bestimmten Kontext. Und dahinter steckt so ein bisschen die Idee des Vergleichs, den Luhmann insbesondere mit dem Kulturbegriff verknüpft hat. Das heißt,
Wir vergleichen mit dem Kulturbegriff immer verschiedene Kontexte miteinander. Wir sagen, das ist jetzt die französische Kultur, die deutsche Kultur. Oder wir sagen, eine bestimmte Organisation hat eine Organisationskultur im Gegensatz zu anderen Organisationen. Oder eine Gruppe oder eine Kunstströmung hat eine Kultur im Vergleich zu anderen. Damit ist dann auch klar, dass dieser Kulturbegriff jetzt kein Substanzbegriff ist. Das ist nicht ein spezifisches Phänomen im Sozialen, im Gegensatz zu anderen Phänomenen im Sozialen, sondern es ist ein Beobachtungsbegriff. Wir können im Prinzip alles als Kultur beobachten und damit nehmen wir dann einen bestimmten Blickwinkel auf ganz unterschiedliche Phänomene ein, konzentrieren uns eben darauf, was für Sinnmuster wir dort finden und woanders nicht oder woanders anders. Was hat das jetzt mit Netzwerken zu tun? Die Idee ist, diese Sinnmuster werden verbreitet und ausgehandelt in sozialen Netzwerken, also sozialen Beziehungsnetzen, Freundschaften, Bekanntschaften, Familiennetzwerke. Und das heißt, diese Netzwerke bilden so ein bisschen die Basis, in der Kultur entsteht. Entsprechend können wir zwischen verschiedenen Netzwerkkontexten je nach ihrer Kultur unterscheiden. Und bei Harrison White, das ist jetzt sagen der Ahnvater der relationalen Soziologie, er formuliert das dann so: Netzwerke sind verwoben mit einer Domäne von kulturellen Formen. Dazu gehören Symbole, Idiome, Register, grammatikalische Muster. Er spricht dann von einem Netem, also Netzwerke, Domänen, Netzwerk, Domänen, die sind verwoben. Was heißt das? Das heißt, dass Kultur nicht nur ihre Basis in Netzwerken hat, sondern dass Netzwerke selbst auch durch Kultur geprägt sind. Dass es natürlich für ein Netzwerk einen Unterschied macht, welche Symbole da eine Rolle spielen, welche Sprachmuster und so weiter und so fort. Ich wollte das einmal kurz erläutern jetzt am Beispiel der relationalen Soziologie selbst. Da habe ich das Netzwerk rekonstruiert der zentralen Autorinnen. Das sind jetzt 17, es könnten auch mehr oder weniger sein. Das ist jetzt auch von Anfang der 2000er Jahre, sähe heute sicherlich anders aus. Das heißt, hier geht es um das Netzwerk von dicht miteinander verbundenen Autorinnen der relationalen Soziologie, der Netzwerktheorie Anfang der 2000er Jahre, das sich eben um Harrison White in der Mitte gebildet hat, über eine relativ lange Zeit. Und die Idee ist, dieses Netzwerk bringt eigene Sinnmuster hervor. Das ist dann die relationale Soziologie, die Netzwerktheorie. Und andererseits wird das Netzwerk durch diese Sinnmuster, durch diese Kultur in dem Netzwerk auch zusammengehalten. Das ist im Prinzip ganz genauso wie in einer Musikszene oder wie in einer sozialen Bewegung, die durch ihre kollektive Identität, durch politische Überzeugungen und Protestpraktiken zusammengehalten wird. Zu den Sinnmustern im Netzwerken, in diesem Netzwerk gehören dann da auch die Identitäten im Netzwerk, also dass zum Beispiel White im Zentrum eine spezifische Identität im Netzwerk erhält, aber auch Mustafa Emir Bayar, der sagen, etwas indirekt mit ihm in den 90er Jahren verbunden war und der ja das berühmte Manifesto für die relationale Soziologie geschrieben hat. Auch Anne Mishy als eine damalige Doktorandin von Harrison White und von Charles Tilly, der auch hier in einem Netzwerk auftaucht, oder John Moore, der vor 2 Jahren verstorben ist. Die alle haben eine bestimmte Identität innerhalb dieses Netzwerkes. Ihnen wird eine Rolle im Netzwerk zugeschrieben. Rollen, Erwartungen sind auch Sinnmuster, die hier eine Rolle spielen. Also Rollenerwartungen zum Beispiel an Beziehungen wie zwischen einem Professor, einem Betreuer und einem Doktoranden oder zwischen Autorinnen, die im Zentrum dieses Netzwerks stehen und solchen, die eher am Rand stehen und dann Verbindungen zu anderen Netzwerkkontexten ziehen. Die Beziehungen zwischen den Autorinnen selbst haben natürlich auch eine bestimmte Bedeutung. Da gab es natürlich auch so ein bisschen
Es gab Liebesbeziehungen, die dann auch gewechselt haben, Freundschaften, die sich entwickelt haben über die Zeit und so weiter und so fort. Und das alles spielt jetzt in diesem Netzwerk eine Rolle. Kultur entsteht in diesem Netzwerk, aber es prägt dieses Netzwerk eben auch. Und das heißt, wir haben hier Netzwerkstrukturen, die links stehen. Also es geht darum, dass wir bestimmte Verdichtungen im Netzwerk haben, dass wir bestimmte Vermittlungspunkte, Broker im Netzwerk haben und so weiter und so fort. Und in diesem Netzwerk entstehen nun Denkweisen, es entstehen kollektive Identitäten, wie zum Beispiel der relationalen Soziologie oder einer Musikszene. Es entstehen Abgrenzungen und spezifische Stile. Und das Ganze ist dann nun in Phänomenen verknüpft wie eine Klickenbildung. Eine Klickenbildung ist erst einmal etwas, was wir auf der Ebene des Netzwerks finden. Wir sehen, dass einige Akteure enge Beziehungen miteinander pflegen. Und eine Klickenbildung führt dann eben zu spezifischen Denkweisen, zu spezifischen Stilen. Also in der Schulklasse, dass zum Beispiel eine Gruppe von SchülerInnen anfängt, in einer bestimmten Musikrichtung anzugehören und entsprechende Kleidung zu tragen und sich damit möglicherweise auch von anderen abgrenzt und eine kollektive Identität entwickelt, als Rocker oder als Goth oder was weiß ich. Also das alles steht nun für ein Wechselverhältnis zwischen Netzwerkstrukturen und diesem kulturellen Bereich von Denkweisen, kollektiven Identitäten, Abgrenzungen und Stilen. Und dazwischen, also es gibt dann eine Auseinanderentwicklung, das, was ich jetzt hier Polarisierung genannt habe, mit Abgrenzungen, aber es gibt dann eben auch Akteure, die zwischen den Gruppen stehen und die so als Broker da fungieren können. Und die können nun einerseits zwischen den Gruppen vermitteln und können damit möglicherweise irgendwie ja, einerseits Informationen weiterführen und andererseits haben sie möglicherweise auch eine gewisse Machtposition. Interessant für den Kulturbereich ist, dass solche kulturellen Broker natürlich auch ihre Einflüsse aus diesen unterschiedlichen Netzwerkclustern ziehen und damit dann so etwas wie eine Vermittlung, eine kulturelle Vermittlung, eine Verbindung von Sinnmustern herstellen. Also wenn wir jetzt dieses Netzwerk der Autorinnen der relationalen Soziologie anschauen, dann finden wir einige Autoren wie White, wie Breiger, wie Emir Bayer, die eben im Zentrum dieses Netzwerkes stehen und da sozusagen die relationale Soziologie prägen und definieren, auch die Identität der relationalen Soziologie. Und wir sehen andere Autorinnen wie Andrew Abbott oder Randall Collins oder auch John Levin-Martin, die so ein bisschen am Rand stehen. Und das heißt nicht, dass sie unwichtiger sind für das Netzwerk, sondern das sind Verbindungsstellen. Also Randall Collins, Andrew Abbott, auch Paul DiMaggio, der bekannte Neo-Institutionalist. Das sind ja Autorinnen, die eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, einfach weil sie eben zum Beispiel Ideen aus der relationalen Soziologie mit anderen Schulen, etwa dem symbolischen Interaktionismus oder weil DiMaggio sehr stark mit Bourdieu verbinden. Und das ist eben etwas, was diese kulturellen Broker zwischen den Netzwerkclustern gut leisten können. Vielleicht darf ich da noch einmal ganz kurz einhaken. Wir befassen uns bei uns am Institut nämlich auch gerade recht stark mit dem Thema Kultur und Innovation. Das heißt eigentlich, dass solche Vernetzungen auch durchaus was Neues entstehen lassen können, oder? Und zu Innovationsprozessen auch beitragen, richtig? Ja, ich gehe vielleicht noch mal kurz raus. Also die Idee ist, glaube ich, zu sagen, dass Ideen, Kreativität, kulturelle Denkmuster, dass die nicht im luftleeren Raum entstehen, dass das nicht sozusagen der oder die Einzelne ist, die dann den göttlichen Funken erhält und dann sozusagen als Genie in die Welt tritt und sagt so, ha, ich habe jetzt hier die Eingebung gehabt, sondern dass alles, was wir irgendwie an Denkweisen haben, haben wir natürlich sehr stark aus unserem sozialen Umfeld. Da spielen dann auch so etwas wie Massenmedien, Bücher oder sowas eine Rolle, also Wissenschaftler leben von ihren Büchern, die sie lesen, von dem, was sie irgendwie aufnehmen und rezipieren.
Aber insbesondere natürlich auch der persönliche Austausch ist da ganz wichtig. Und da ist es dann eben so, dass man im Austausch mit anderen sehr viele Dinge erfährt, Dinge austestet, abgleicht, aushandelt und dann auf die Weise dann zu einer bestimmten eigenen Position, zu bestimmten Ideen, zu bestimmten kulturellen Motiven und sowas kommt. Damit beschreibst du ja eigentlich auch genau das Format, in dem wir uns jetzt hier gerade aufhalten, denn wir verbinden ja gerade die relationale Soziologie eigentlich und die Netzwerkforschung mit dem Fach Kulturmanagement, Kunst- und Kulturmanagement, Medienmanagement und schauen ja gerade, wo es da auch die Schnittstellen eigentlich gibt und die Brücken sozusagen oder die interessanten Verbindungen, die da auch möglich sind. Und in der Vergangenheit gab es aber ja immer schon auch Studien, die auch Bezug genommen haben auf dieses Feld der Kunst und Kultur. Also ich erinnere mich, dass Harrison White, ich meine sogar mit seiner Frau damals noch, ich will nichts Falsches sagen, aber ein Buch auch geschrieben hat, Cynthia White, wo es ja auch um einerseits, glaube ich, Berufsbiografien von Künstlerinnen und Künstlern ging, aber auch um die Entwicklung oder Ausprägung von Stilen. Und du hast auch mir schon mal gesagt, dass es zum Beispiel im Musikbereich einige Studien aus England zum Beispiel gab und gibt und auch in anderen Kontexten. Das wäre für uns natürlich dann auch nochmal spannend, da einen Einblick zu bekommen oder von dir nochmal zu hören, wie viel ist da eigentlich schon gemacht worden in diesem Schnittbereich relationale Soziologie und Kulturmanagement oder Kunstwelt? Ja. Was? Genau, also vielleicht kurz vorneweg. Die relationale Soziologie ist selbst auch eine solche Verbindung. Es hat ja in den Sozialwissenschaften so eine sogenannte kulturelle Wende Ende des 20. Jahrhunderts gegeben, dass man festgestellt hat, dass Kultur, dass Sinnbedeutung unglaublich wichtig sind. Ein wichtiger Name dabei ist Pierre Bourdieu, der das eben sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Und andererseits kommt aber die relationale Soziologie selbst aus der Netzwerkforschung, in der Kultur erstmal gar keine Rolle gespielt hat, sondern die gesagt hat, wir untersuchen hier jetzt Netzwerkstrukturen und Netzwerkstrukturen ist das, was wichtig ist. Und die relationale Soziologie verbindet nun diese beiden verschiedenen Denkströmungen miteinander und liefert uns damit sozusagen das, etwas Neues und liefert uns aber auch ein Werkzeug, um genau dieses Phänomen der Produktion von etwas Neuem aus der Verbindung von unterschiedlichen Netzwerkkontexten irgendwie begrifflich in den Griff zu bekommen. Das, was du jetzt kurz angesprochen hast, eine Studie, die sehr interessant ist, ist die von Nick Crossley, der in einem langen, interessanten Buch, ich gebe das einmal kurz hoch, Networks of Sound, Style and Subversion, mit der Entstehung des Punk und der Weiterentwicklung des Punk in England beschäftigt hat. Und der Ausgangspunkt war natürlich, dass die Entstehung des Punk in London 1977. Da habe ich ein Netzwerk auch mitgebracht aus seinem Artikel, das auch in dem Buch auftaucht. Das ist nun das dichte Netzwerk von MusikerInnen und Managern in 1977 in London. Und wir sehen ganz vielfältige Verbindungen zwischen den Beteiligten. Das hat Crossley qualitativ aus den Biografien im Wesentlichen rekonstruiert. Wir sehen die Bands als Netzwerkcluster. Links in so beige markiert ist The Clash. Rechts unten sind Sushi and the Banshees. Und das grüne Netzwerk, was so relativ stark im Zentrum ist, sind die Sex Pistols, sozusagen die ikonische erste Punkband. Das heißt, da gibt es dann natürlich auch Überschneidungen. Sid Vicious ist von einer Band zur anderen gewechselt und konnte sich nie so ganz entscheiden, mit wem er jetzt eigentlich Musik machen wollte. Und liefert damit natürlich auch Verbindungen zwischen den Bands. Was hier aber natürlich auch ganz wichtig ist, sind so Verbindungspunkte zwischen den Clustern. Ein Verbindungspunkt ist Billy Idol, der dann ja auch sehr bekannt geworden ist, der offensichtlich da auch von den Verbindungen mit verschiedenen Teilen des Netzwerkes profitiert hat. Und ein anderer Punkt, ganz im Mittelpunkt, ist Malcolm McLaren. Das ist der Manager, der selbst keine Musik gemacht hat, aber er hat zum Beispiel die Sex Pistols zusammengestellt als Band
und hat ganz viele der anderen Bands gemanagt und hat für die Auftrittsorte und die Produktion von Aufnahmeträgern, von Schallplatten damals organisiert. Der war ganz, ganz wichtig dafür, dass es überhaupt den Punk gibt. Also der hat das Netzwerk zusammengehalten und irgendwie versucht dafür zu sorgen, dass eben der Punk entsteht als erkennbare Identität im britischen Musikzirkus. Ja, vielen Dank, dass du dieses Beispiel mitgebracht hast. Mir ist auch aufgefallen in der Vergangenheit, wir hatten ja mal eine Netzwerktagung, also die Sunbelt Conference, die hat ja mal in Brighton stattgefunden, in England in 20, war das 2015, glaube ich? Irgendwann dann. Genau, ja, und da hatten wir ja auch ein Panel, wo es tatsächlich um spezifisch Kunst- und Kulturnetzwerke ging, und da haben auch verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus England ganz besonders eben solche Studien auch gezeigt. Das heißt, ich glaube, ich meine da schon so einen kleinen Cluster oder Clique ausmachen zu können, auch in England, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich vielleicht damit besonders auch befassen. Und das gibt sicherlich viel her. Wir haben ja in unseren Projekten, die wir machen, häufig ist mit Kulturentwicklungsprozessen zu tun, wo wir ja sozusagen mit den ganzen verschiedenen Sparten beschäftigt sind. Also das heißt, in so einem Prozess wirken Musikerinnen und Musiker mit, Theatermachende, Leute aus der Kreativwirtschaft, aber auch aus der freien Szene, aus der Soziokultur. Und da machen wir ja immer wieder die Erfahrung, auch bei empirisch unterlegten Studien, dass sozusagen es immer vor allem ein großes Wechselverhältnis gibt zwischen der institutionalisierten Kunst und Kultur und der auch stark öffentlich geförderten und subventionierten Kultur und der freien Szene. Ne? Das sind ja oft so diese beiden großen Cluster, ja, die auch teilweise über kleinere Grenzstellen miteinander verbunden sind. Und da ist es natürlich spannend, auch zu untersuchen, wie die mal zusammenkommen, weil das ist, glaube ich, auch so ein Wunsch oft von den, also zumindest von einigen, dass das eben mehr zusammengebracht wird. Und vielleicht nochmal auch für dich zum Hintergrund. Ganz spannend ist, dass gerade dieses Konzept der Broker, also auch der Patrick Föhr und Gernot Wolfram, mit denen ich die anderen beiden Interviews gemacht habe, die nennen das Meister oder Meisterin der Zwischenräume und benennen genau diese Zwischenräume, die es manchmal gibt, die strukturellen Löcher zwischen Clustern, die nicht verbunden sind, als Räume, die jetzt durch Stellenausschreibungen teilweise von Landkreisen besetzt werden mit regionalen Koordinatoren oder regionalen Koordinatorinnen, die genau diesen Job machen sollen, Brokerage quasi zu betreiben als Beruf. Und da haben sie jetzt gerade eine Handreichung auch zu veröffentlicht, weil sie das jetzt in Baden-Württemberg erstmalig erprobt haben. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren, auch wenn wir da jetzt so ein ganz bisschen gerade vom Skript abweichen, wie du dazu stehst, auch aus der Perspektive der Netzwerkforschung, dass man quasi Stellen ausschreibt für Broker. Also dass man da sozusagen versucht, einen Beruf draus zu machen. Ist das überhaupt möglich aus Sicht der Netzwerkforschung? Oder ergibt sich das eher auch durch ganz andere Mechanismen, dass man in solchen Grenzstellen positioniert ist? Ja, ich gehe mal kurz dann aus der Präsentation raus. Das ist, glaube ich, einigermaßen normal. Also es gibt jede Menge so Vermittler, zum Beispiel im Bereich der interkulturellen Kommunikation, wo dann eben Leute professionell damit engagiert sind, dass sie eben Kontakte anbahnen, aber eben auch dann bei Schwierigkeiten der kulturellen Missverständnisse und sowas unterstützen und irgendwie dafür sorgen, dass da was funktioniert. Insofern, natürlich können solche Broker auch professionell engagiert sein, und dafür müssen sie natürlich entsprechend irgendwie sich erstmal zurechtfinden in dem jeweiligen Feld und dann auch die Beziehungen zu den relevanten Akteuren aufbauen. Das ist dann am Ende natürlich irgendwie erstmal ein praktisches Problem und kann natürlich dann entsprechend auch mit theoretischen Handreichungen irgendwie unterstützt werden. Ich kenne mich aber selbst jetzt in diesem Bereich nicht so wahnsinnig gut aus und kann nicht sagen, wann das gut funktioniert oder wann das nicht gut funktioniert. Nur weil man da jemand hinsetzt, der damit betraut ist, das zu machen, heißt das jetzt nicht, dass da automatisch gute Beziehungen entstehen.
sondern diese Person muss das dann natürlich auch entsprechend machen und beziehungsweise die Kommunikation muss entsprechend in Gang gesetzt werden, damit da die passenden Beziehungen entstehen. Was doof ist, ist, wenn es Erfahrung von Misserfolg. Also wenn da irgendwie mal was schief läuft und jemand hat das Gefühl, okay, dieser Broker vertritt offensichtlich nur die Interessen der anderen Seite und nicht meine eigenen Interessen, dann wird er sehr schnell als parteiisch wahrgenommen. Und in dem Moment klappt das auch mit den Brokern nicht mehr so gut. Das hat aber auch Georg Simmel schon so formuliert. Ja, ich hatte da auch nochmal an dich gedacht, weil wir da oft mit Prozessen zu tun haben, an die sehr viele Erwartungen gestellt werden von ganz vielen verschiedenen Akteursgruppen. Also wir haben starke Erwartungen an den Prozess, an die anderen Akteure. Es ist oft von sehr viel Misstrauen zu Beginn geprägt, so ein Prozess. Also nicht immer, aber oft. Und das muss alles zum Positiven entwickelt werden sozusagen. Und da hatte ich an dich gedacht, weil du ja eigentlich auch, was ich in deinem Buch jetzt auch nochmal gesehen hatte, du beschreibst das ja häufig, da baust du vielleicht auch ein bisschen auf Luhmann auf, mit der Erwartungshaltung, Erwartungen, also mit der Netzwerkbildung, die sozusagen schon im Kopf oder kognitiv oder und auch emotional beginnt, bevor sie überhaupt in der Realität dann stattfindet. Ne? Ja, also der Erwartungsbegriff ist bei mir ganz wichtig. Ich setze natürlich ein bisschen bei Luhmann an, wobei das da gar nicht so zentral ist. Der Erste, der das gemacht hat, ist Max Weber. Da sind im Prinzip alle soziale Strukturen Erwartungsstrukturen, aber das läuft sehr implizit mit. Und also der Erwartungsbegriff ist für mich ganz wichtig. Und da mache ich etwas, was wir jetzt bei den anderen Autorinnen so nicht finden. Ich sage, soziale Beziehungen, Netzwerke bestehen aus einer spezifischen Form von Erwartung. Alle sozialen Strukturen bestehen aus Erwartungen. Also wenn man in der Uni ist, dann kann man erwarten, dass bestimmte Kurse stattfinden, dass man für bestimmte Leistungen bestimmte Scheine erhält und dann irgendwann mal damit einen Studienabschluss erwirbt. Auch sowas wie eine wissenschaftliche Theorie ist eine Form von Erwartung, wo irgendwie klar ist, wir erwarten, dass zum Beispiel Kultur und Netzwerke in der relationalen Soziologie auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden sind. Das heißt, überall im Sozialen haben wir Erwartungen und relationale Erwartungen bestehen jetzt darin, dass es spezifische Erwartungen bezüglich des Verhaltens von bestimmten einzelnen Akteuren zueinander gibt. Also ich nenne das relationale Erwartungen, weil es eben genau darum geht, wie läuft Kommunikation zwischen zwei spezifischen einzelnen Akteuren, wie läuft die ab? Wie häufig kommunizieren die miteinander, aber auch wie kommunizieren sie miteinander? Das sind relationale Erwartungen. Diese relationalen Erwartungen bilden sich im Kommunikationsprozess und sie reproduzieren sich im Kommunikationsprozess, aber sie leiten dann die Kommunikation auch an. Hier haben wir im Prinzip das Basiswechselspiel in Netzwerken. Netzwerken bestehen aus Regelmäßigkeiten der Kommunikation zwischen Akteuren. Wir sehen, bestimmte Akteure kommunizieren mehr miteinander als andere, möglicherweise auch vertrauter, möglicherweise auch kooperativer, aber auch, es kann auch konfliktiv sein, auch das ist eine Form von Netzwerkbeziehung. Und in dieser Kommunikation entstehen dann entsprechende Erwartungen, die dann die Kommunikation auch anleiten. In Anführungsstrichen bringt es einer Kulturmanagerin, einem Kulturmanager, wenn er oder sie etwas über Netzwerktheorie weiß. Also es gibt ja auch intuitive Netzwerker sozusagen. Die netzwerken einfach, weil sie das irgendwie so von Typ aus machen oder kommunikativ sind. Aber was wäre das, da das Wichtige, um vielleicht mehr über Netzwerkmechanismen, Netzwerkbildung zu verstehen? Ja, also die, ich würde ja sagen, dass das für Kulturmanagerinnen genauso gilt wie für praktisch alle anderen Leute, die irgendwie in einem sozialen Bereich was zu tun haben. Da werden dann oft irgendwie Juristen hingesetzt, die aber nicht wissen, wie soziale Strukturen funktionieren. Wir haben in allen Kontexten, in allen sozialen Kontexten, haben wir immer auch Beziehungsnetze. Leute kommen in Kontakt miteinander, es läuft Kommunikation ab und es gibt dann so etwas wie formale Rollen. Ich bin jetzt hier der Kulturmanager, ihr seid die KünstlerInnen, mit denen ich irgendwie zu tun haben soll und ich manage euch jetzt. Aber so einfach funktioniert das ja nicht, sondern neben oder
als Hintergrund dieser ganzen formalen Rollen bestehen da immer auch informale Beziehungsnetze. Und da hilft es sicherlich sehr gut, so ein bisschen ein Verständnis davon zu haben, wo kommen die her, was bewirken die, welche Rolle spielen die, in welchem Zusammenhang stehen die eben mit diesen formalen Rollen. Ich gehe da mal kurz rein. Ich habe eine Folie auch mitgebracht aus einem aktuellen Projekt, wo es eben um Netzwerkmechanismen geht. Und ich muss das dann gleich, glaube ich, so ein bisschen in der Diskussion irgendwie erläutern, warum das jetzt eine Antwort auf diese Frage sein kann. Ja, sehr gerne. Also, die Idee ist, wir haben also solche sozialen Beziehungsnetze, das ist jetzt das, was ich hier als Netzwerkstruktur genannt habe, die entstehen eigentlich immer, solange Leute irgendwie in Kontakt miteinander kommen. Das heißt, erst machen wir den räumlichen oder den Organisationskontext, der dafür sorgt, als Aktivitätsfokus, wie das hier in der Netzwerktheorie heißt, dass Leute wiederholt miteinander in Kontakt kommen. Das kann jetzt ein Arbeitsplatz sein, es kann aber auch eine wiederkehrende Serie von Konferenzen sein, wie die Sunbelt-Konferenz, von der du vorhin gesprochen hast. Und die bringen Leute in Kontakt und dann bilden sich soziale Beziehungen. Und dann gibt es so spezifische Netzwerkmechanismen, heißt das in der Literatur, die im Prinzip allen Bildungen von Netzwerken zugrunde liegen sollen. Also Reziprozität, wenn ich jemanden freundlich behandle, dann behandelt diese Person mich auch freundlich. Homophilie, eine Tendenz dazu, Beziehungen aufzubauen zu Leuten mit ähnlichen Eigenschaften, Alter, Geschlecht, Bildung, aber auch Einstellungen, Ideen. Also zum Beispiel, wenn ich auf einer Netzwerkkonferenz rumlaufe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich besser mit den Leuten verstehe, die auch so ein bisschen ein Interesse für Kultur, für relationale Soziologie mitbringen. Sehen wir im Prinzip ständig, wenn eine Person mit zwei anderen Personen befreundet ist, dann erleichtert das den Aufbau von einer Freundschaft oder von einer sozialen Beziehung zwischen diesen beiden anderen Personen. Die kommen dann einfach häufiger in Kontakt miteinander. Es gibt auch so ein bisschen Erwartungen diesbezüglich, die sagen, hier, der Freund meines Freundes ist auch mein Freund. Und den letzten Netzwerkmechanismus, den ich hier aufgeführt habe, ist Preferential Attachment. Ich habe keine gute deutsche Übersetzung dafür. Das ist ein Prozess, in dem geht es darum, dass man bevorzugt Beziehungen sendet zu Akteuren, die selbst schon sehr populär oder prominent sind. In der Wissenschaft gilt das insbesondere, dass man zum Beispiel sich immer auf zentrale Referenzautorinnen bezieht, einfach weil die auch sonst ganz viel zitiert worden werden schon. In der Schule versucht man möglicherweise befreundet zu sein mit der populären Mitschülerin. Und das versuchen alle anderen auch. Das Problem ist natürlich, sie will und kann nicht mit allen befreundet sein. Und das heißt, da sind dem ein bisschen enge Grenzen gesetzt, anders etwa als im Wissenschaftsbereich, wenn es nur um Zitationen geht. Genau, diese Netzwerkmechanismen sorgen nun für spezifische Netzwerkstrukturen. Wir haben so ein bisschen eine Tendenz zu ungleichen Netzwerken durch Preferential Attachment. Wir haben eine Tendenz zu einigermaßen homophilen Blockbildungen, also beispielsweise nach politischen Einstellungen oder nach Musikstilen, die man irgendwie toll findet in der Schulklasse. Und da bilden sich dann Blöcke, die irgendwie intern relativ kohäsiv sind und untereinander manchmal sogar verfeindet sind. Am deutlichsten sehen wir das in internationalen Beziehungen. Allerdings ist es so, diese Netzwerkmechanismen gelten gar nicht so universell, sondern sie sind gekoppelt an bestimmte Erwartungen, die wir an die jeweiligen Beziehungen haben. Das heißt, von Liebesbeziehungen zum Beispiel erwarten wir eigentlich nicht, dass sie transitiv sind. Und beim Preferential Attachment ist es so, das finden wir in der Wissenschaft, aber wir finden es nicht so sehr jetzt beispielsweise in westlichen Mehrparteiendemokratien.
Und entsprechend ist es so, wir haben eine Kultur in dem jeweiligen Feld, die nahelegt, okay, eine bestimmte Beziehung ist mit bestimmten Erwartungen verknüpft. Und das heißt, dann finden wir zum Beispiel eher reziproke Beziehungen, eher homophile Beziehungen, nach welchen spezifischen Eigenschaften. Manchmal finden wir Transitivität, manchmal nicht. Das hängt dann von der jeweiligen Beziehungsart ab. Also ist es eine Liebesbeziehung, ist es eine familiäre Beziehung, ist es eine Patronagebeziehung und so weiter und so fort. Insofern auch hier spielt Kultur für die Bildung von Netzwerkbeziehungen eine ganz zentrale Rolle. Und da muss man sich dann jeweils anschauen, um welches Feld geht das, welches Feld definiert im Prinzip diese sozialen Beziehungen und die Erwartungen, die an sie gerichtet werden. Ja, Jan, vielen Dank erstmal für die ganzen Ausführungen. Das war schon mal sehr informativ und hat, glaube ich, das Feld für die Kulturmanagement-Studierenden nochmal um eine ganz neue Perspektive geöffnet, denn die Soziologie und Sozialwissenschaften spielen traditionell im Kulturmanagement keine ganz so große Rolle. Und ich glaube, dass dieses Feld durchaus dazu anregt, da sowohl theoretisch als auch methodologisch quasi nochmal anders anzusetzen. Und gerade sich diese Konstrukte oder diese Mechanismen, die du jetzt gerade nochmal erläutert hast, sich vielleicht auch mal im Einzelnen anzuschauen oder mal einen davon sich rauszugreifen und mal zu schauen, wie das eigentlich so in kulturellen Szenen zum Beispiel sich ausbildet und ausprägt. So ein paar erste Erkenntnisse und Erfahrungen haben wir da schon gemacht in den letzten Jahren, aber ich glaube, das ist noch ein ganz gutes Forschungsfeld, wo noch manches möglich ist. Was ich jetzt gerne zum Schluss nochmal thematisieren würde, ist dein neues Buch. Da hatten wir am Anfang ganz kurz drüber gesprochen. Also du hast ja schon viele Bücher geschrieben, auf Deutsch wie auch auf Englisch. Was ich den Studierenden bislang immer mal empfohlen habe, war jetzt Soziale Netzwerke, was in der zweiten Auflage bei UTB ja erschienen ist, wo du auch so ganz grundsätzlich nochmal einiges zur Netzwerkforschung einführend erklärst. Was ich auch immer noch sehr spannend finde, ist das Buch zur Aktualität von Harrison White, was du mit dem Marco Schmidt ja zusammen herausgegeben hast. Also wenn man sozusagen Harrison White und seine Theorie mal so ein bisschen in Kurzform versuchen möchte zu verstehen, dann finde ich, ist das sehr hilfreich, weil dieses Werk Identity and Control, also ja doch gewissermaßen sein Hauptwerk, ja nicht ganz so leicht zu entziffern ist, gerade für vielleicht auch Kulturmanagement-Studierende, die den soziologischen Hintergrund noch gar nicht haben. Ja, aber wie gesagt, was können wir von dem neuen Buch erwarten? Und wenn es dann erschienen ist sozusagen, was vielleicht auch von dem, was du heute angesprochen hast, kann man da vielleicht nochmal vertiefen, dann, wenn es fertig ist? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal vielen Dank nochmal fürs Anteasern und die Gelegenheit, da was zu sagen. Die Ausführungen von Harrison White sind auch für Soziologinnen sehr schwierig und anspruchsvoll. Es hat etwas damit zu tun, dass er sehr eigene Begriffe benimmt und die teilweise neu erfindet oder eben ganz umdeutet, ganz anders benutzt, als in der Soziologie eigentlich ist. Es hat aber auch was damit zu tun, dass er eigentlich immer so an spezifischen Phänomenen entlang denkt und dann von dort aus generalisiert. Das heißt aber, er versucht, eine Theorie zu basteln, die im Prinzip auf ganz unterschiedliche Bereiche passt und dann aber manchmal so etwas wie eine interne Konsistenz etwas vermissen lässt. Also es ist die schwierige Zugänglichkeit, die Begrifflichkeit ist schwierig, die Konsistenz, die Kohärenz ist vielleicht nicht ganz so groß wie etwa bei Luhmanns Systemtheorie. Und ja, was ich gemacht habe, ist sicherlich zu versuchen, mir meinen eigenen Reim aus der Sache zu machen, mir meinen eigenen Reim darauf zu machen, wie Kultur und Netzwerke miteinander zusammenhängen und wie das Ganze sich im Kommunikationsprozess entwickelt. Ich habe das jetzt unter anderem sehr stark an dem Erwartungsbegriff gemacht. Dazu habe ich ein bisschen was gesagt. Wir haben... Ich habe ein Kapitel darüber drin, wie so Gruppenphänomene entstehen, wie sich die stabilisieren, wann sie sich auch wieder destabilisieren, wann sich da kollektive Identitäten bilden. Das ist sowas wie ein Beispiel für eine halb institutionalisierte soziokulturelle Formation. Das geht dann hin bis zu ethnischen Grenzen. Dazu gibt es ein eigenes Kapitel. Und ein anderes Kapitel geht dann wirklich auch über die Rollenerwartung und versucht, Rollen und Institutionen
die ja beide eminent kulturell sind, da in diesen Theoriekontext einzufügen. Wie passt das zusammen? Für mich ist das eine ganz zentrale Stelle in der Theorie, wo es aber nochmal deutlich komplizierter wird. Da habe ich dann auch festgestellt, dass das Kapitel dann möglicherweise etwas schwer zu lesen ist, dass man sich da ein bisschen reinfuchsen muss. Ein Kapitel ist drin zu Liebe und Geschlecht, also zu den spezifischen Beziehungskonstellationen, die sich eben im Bereich der persönlichen Beziehungen bilden und die eben sich entlang hangeln an bestimmten Erwartungen, die an die soziale Kategorie des Geschlechts und an das Beziehungsmodell der romantischen Liebe geknüpft sind. Da wird es dann ein kleines bisschen empirisch auch. Und dann geht es hin zu Kommunikation, zu der Frage, wie entstehen Erwartungen eigentlich in der Kommunikation? Was ist das Spezifische an Netzwerken, an Erwartungen in Netzwerken? Und warum bin ich der Meinung, dass Kommunikation zum Beispiel besser geeignet ist als andere Begriffe wie Handlung oder Verhalten oder Austausch oder Interaktion, um das in den Griff zu bekommen? Genau, am Schluss gibt es dann so ein bisschen Ausblicke in Richtung, warum bin ich der Meinung, dass es kooperative und kollektive Akteure gibt, die sich im Prinzip genauso als Phänomen in Netzwerken finden lassen wie individuelle Akteure. Methoden, von denen ich denke, dass die gut zu dieser kommunikationstheoretischen Perspektive passen und dann auch in Richtung Computational Social Science führen und ein bisschen was zu interkultureller Kommunikation. Genau, es ist ein breiter Rundumschlag. Es ist der Versuch, im Prinzip sowas wie ein konsistentes Theorieangebot zu machen, was jetzt auch in den vergangenen Jahren schon in verschiedenen Aufsätzen von mir vorliegt. Und ja, ich hoffe, dass es irgendwie irgendjemanden Freude macht oder irgendjemand weiterbringt und freue mich da auch über Rückmeldung, wenn mir da jemand was schreiben möchte, ob es was gebracht hat oder nicht und wenn ja, warum nicht. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Buch und sehe jetzt auch direkt viele Anknüpfungspunkte wieder ins Kulturmanagement, also mit den ethnischen Grenzen beispielsweise, wenn wir im Bereich der Interkultur oder Transkultur sind zum Beispiel und den Verständigungsprozessen dort, dann auch mit Liebe und Geschlecht sind wir bei der Diversity-Forschung unter Umständen auch schon recht nah dran, mit der Erwartungshaltung, das ist für die Veränderungs- und Entwicklungsprozesse im Kulturbereich wieder spannend oder auch wenn es um Coaching oder Moderation vielleicht geht und dann spezifisch zum Schluss nochmal der Hinweis auf methodische Ansätze und Möglichkeiten, um dann tatsächlich da auch nochmal selber tätig zu werden, als vielleicht auch Kulturmanagerin, Kulturmanager. Es ist, denke ich, doch sehr spannend eigentlich dann auch fürs Kulturmanagement, sich da durchaus mal dran zu bedienen und vielleicht gelingt es uns ja auch, das Buch dann auf jeden Fall über unsere Hochschulbibliothek anzuschaffen. Das ist ja eigentlich unproblematisch und dass die Studierenden das dann auch mal lesen können, wobei ich denke, dass die als erstes vielleicht erstmal das Grundlagenbuch von UTB sich angucken, bis sie dann den nächsten Schritt machen zu diesem neuen Buch, denke ich. Ne? Ja. Ja, das, was auch immer sie interessant finden. Ja. Und ich meine, ansonsten, bevor man irgendwie viel Geld für ein Buch ausgibt, beim UTB-Buch ist es nicht so viel Geld, aber bei dem Oxford University Press Buch ist es erstmal nur gebunden, ist es schon ein bisschen was. Ich kann die Studierenden, wenn sie sich dafür interessieren, wenn jetzt möglicherweise auch das Gespräch da irgendwie ein gewisses Interesse geweckt hat, auch nur dazu einladen, sich einfach mal einen Aufsatz anzuschauen und zu gucken, ist das was für mich, ja oder nein. Es ist halt eine sehr stark theoretische Sichtweise. Es wird auch zwischendurch relativ abstrakt. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher für sagen Studierende auf einem gewissen Niveau mit möglicherweise auch so ein bisschen wissenschaftlichen Ambitionen interessant. Aber ansonsten hoffe ich natürlich, dass für jeden irgendwas dabei ist. Ja, super. Also vielen Dank auf jeden Fall. Erstmal ganz vielen Dank für die viele Zeit, die du dir jetzt genommen hast, für dieses Gespräch. Du hast auch einiges anderes sicherlich noch zu tun. Hab mich gefreut, dass ich dich jetzt gewinnen konnte für diese kleine Reihe. Und wir da jetzt wirklich nochmal diese gute Perspektive der Netzwerktheorie nochmal ganz spezifisch reinbringen konnten. Also ganz vielen Dank dafür. Und ja, es würde mich freuen, wenn wir dazu im Austausch bleiben.
Ich würde mich jetzt erstmal an dieser Stelle verabschieden von unserer dritten Folge Netzwerkforschung kurz erklärt. Vielen Dank fürs Zuschalten und Angucken. Und ich denke, Feedback und Hinweise sind immer willkommen auch an dieser Stelle von allen, die sich jetzt dieses Video angeschaut haben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis zur nächsten Sendung von Netzwerkforschung kurz erklärt. Danke auch. So. Tschüss. Tschüss.